Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Omsi 2. Heute zu einer mehr oder weniger regulären Folge, nachdem auf meinem Kanal ja eigentlich gerade gähnende Leere herrscht, habe ich mich dazu entschieden, fahren wir jetzt doch nochmal eine Folge Omsi. Eigentlich hatte ich nämlich vor, oder zumindest geplant, diese Folge schon mit dem Volvo 7700 zu fahren, um praktisch schon mal so eine Preview zu geben, wie wird der Bus jetzt dann zum Release aussehen, beziehungsweise... Wir sind ja auf großen Schritten jetzt doch langsam, ja, dorthin, also um uns dorthin zu bewegen, und deswegen also nochmal vorher eine Folge rauszubringen, wäre eigentlich nicht die schlechteste Idee. Das Ganze verlagert sich jetzt aber doch nochmal ein bisschen nach hinten, denn ich habe das Update bisher noch nicht, wird sich aber in den nächsten Tagen ändern, daher kann man sich hoffentlich auch nochmal auf eine neue Folge dann einstellen. Ich habe aber jetzt mir hier nochmal den MAN Stadtbus, den A23, rausgesucht mit einem ZF-Getriebe und diesem wunderschönen rot-gelben Paint. Damit werden wir jetzt hier, also ich weiß nicht, ob man es, nee, kann man es wahrscheinlich nicht. Das ist die Map Städtereich V3, wer es nicht erkannt hat. Naja, ist ja auch ein bisschen schwer aus der Perspektive, gebe ich zu. Wir fahren die Linie R57, die ich meines Wissens nach noch nicht im Let's Play vorgestellt habe. Sowieso sind die Regiobuslinie ja ein wenig länger, weshalb das sowieso für Let's Plays eigentlich uneingeeignet ist, zumindest in meinen Augen. Deswegen, wir werden jetzt gar nicht so viel Zeit hier verlieren. Das geht nämlich nachher alles von meiner Zeit zum Aufnehmen ab. Da dürfte laufen. Sehr gut. Fahrplan ist ja auch schon eingestellt. Wir müssen jetzt bloß noch uns das passende Ziel praktisch raussuchen. Wir sind die 57. Die 56 habe ich nämlich definitiv schon mal gemacht, da bin ich mir sicher. Auch wenn ich glaube, dass wir damals 57 geschildert hatten. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das ist dann die 2. Dann suchen wir uns jetzt einfach mal das passende Ziel dazu raus. So, das dürfte auch passen. Und dann haben wir ja eigentlich auch nicht mehr viel Zeit und können eigentlich schon mal vorfahren. So ganz vorsichtig. Ich denke auch, also hier hinten... Wieso steht ihr denn jetzt hier vorne? Hier ist aber kein Einstieg, ne? Da müsst ihr weiter hinterlaufen. Hier hinten geht das auch noch mit der Performance. Ich habe es vorhin am Hauptbahnhof ausprobiert gehabt, also in Laupendal. Da war das nicht so das Beste, deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier in Zweiberg zu starten. Praktisch nochmal so, ja, hier läuft alles von der Performance, und je näher wir dann praktisch in die Stadt reinkommen, desto schlechter wird's. Ja, kleiner Trick, ne? Ob das funktionieren wird, das werden wir noch sehen. Hallo. Ja gut, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt vorzufahren, da hinten waren ja gar nicht mehr. Aber es ist doch richtig, dass ich hier vorfahre, ja? Also ich habe Hilfspfeil jetzt einfach mal angeschalten. Da steht R57 dran. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich hier richtig stehe, deswegen, das muss passen. So, an sich, wir haben keine... Okay, wir fahren ab. 00 heißt für mich Abfahrt, und das tun wir dann jetzt auch. So, genau, ist auch richtig so. Und ich denke mal, der Gelenkbus wird sich hoffentlich auch noch auszahlen. Ich meine, die Linie ist ja auch nicht die kürzeste, deswegen... Ich gehe hier mit sehr vielen positiven Gedanken ran. Sehr vielen positiven Gedanken, um es grammatikalisch richtig auszusprechen, ne? Auch wenn... Nee, grammatisch. Ach Gott, was sage ich für einen Scheiß hier schon wieder? Das Wort gibt's nicht mal. Scheiße. Meine Deutschkenntnisse lassen schon wieder zum Wünschen übrig, wollte ich sagen. Genau. Ja. Und wir stehen uns hier ein ab. Hier ist wahrscheinlich, dürfen wir jetzt auch noch die Autos aus der Gegenrichtung abwarten. Erstmal gucken, wie sieht's eigentlich hin. Okay, da kommt nichts. So, ich würde gerne links abbiegen. Das sind alles Rechtsabbieger. Der fährt geradeaus. Ne, der wartet. Sehr schön. So, das heißt ja eigentlich, dass wir jetzt fahren dürfen und hier mal ein bisschen Gas geben, weil... Ist wahrscheinlich haben die auch gleich grün. Okay, nee, rot. Okay, alles bestens. Ach, dann hat er uns einfach vorgelassen. Das ist ja nett, ne? So, einmal genau so ein bisschen die Augen aufsperren. Nicht, dass wir hier irgendwo reinfahren. Na, ich bin gespannt, ob wir es schaffen, den Fahrplan zu halten. Ausnahmsweise mal. Mir fällt gerade ein, wir müssen ja hier noch was einstellen, ne? Jetzt. So.
Weil ich habe keine Lust hier, ehrlich gesagt, jedes Mal die Haltestelle dann manuell vorzuschalten. Das geht einem auch irgendwann auf den Sack. Deswegen machen wir es jetzt das eine Mal. Klosterhof. Danach hoffentlich nie wieder. Genau. So, erstmal muss ich mich hier aber so ein bisschen zurechtfinden. Es ist auch faszinierend, ne? Ich bin die Linie letztens erst privat gefahren, genau. Da war es aber in dem Fall ein Facelift 4-Türer. Aber wir sind ja in der letzten Folge schon Facelift 3-Türer gefahren. Deswegen habe ich mir gedacht, na, das geht jetzt nicht, wenn du Schlag auf Schlag immer Facelift fährst. Und den hier fahre ich ja eigentlich ganz gerne. Zumindest insofern, wenn er funktioniert. Ich muss nämlich gerade erstmal wieder reparieren. Die Sache ist nämlich, es gibt ja zum einen, es gab ja diesen Fix nochmal. Da wurde der Gelenk 4-Türer noch nachgeliefert und der Solo 3-Türer. Und das hat mir natürlich das Morphe Sound Update in dem Sinne zerschossen. Das wird ja auch nicht mehr jetzt mit dem Viertürer unterstützt. Da gibt es ja dann nur noch das Void-Getriebe und kein ZF mehr. Deswegen habe ich das ganz clever gelöst. Genau, ich habe nämlich einfach zwei getrennte Ordner angelegt. Einen mit Morphe Sound Update und einen ohne. In dem ohne lagert natürlich jetzt die neuen Busse, die mit diesem Update dazu kamen. Und das war scheiße gefahren, das gebe ich zu. Es scheint so, als hätte ich das falsche Ziel drin. Ist das möglich? Ist das möglich? Kann das sein? Ich habe trotzdem noch das Problem, obwohl es getrennte Ordner sind und obwohl die natürlich unterschiedlichen Namen haben, dass mit jedem Update, das irgendwie vor sie kommt, der dann da irgendwie mir das Ganze über den Haufen wirft. Das ist natürlich nicht gerade das, was ich möchte. Was schildert er jetzt? Ups, wer schildert hier irgendwas Falsches? Nee. Ach, ich schilder es einfach nochmal manuell über das IBIS. Das reicht mir jetzt. So, Türen zu und dann schaffen wir es hoffentlich dann noch. Ah, perfekt. Das finde ich toll, dass er sogar das R davor stehen lässt. Oh, schaffen wir das so rum? Ja, Vorsicht. Na, wir haben ja Glück, dass gerade kaum was aus der Gegenrichtung kam. Ja, das geht schon, das geht schon. So, ich dachte, ich hätte ein 30-Schild gesehen. Ja, Augen auf. Beim Autokauf, ne. Gekauft haben wir ihn jetzt im Blick nicht, ne? Der ist geleased. Quatsch. was wollte ich sagen? Achso, ja, ich hatte das Problem, dass der Bus kaputt war und ich musste ihn gerade reparieren, genau. Deswegen können wir hier jetzt zum Glück auch mit Motorsound fahren. Vorher war der nämlich nicht da. Da denkt man sich auch so, wenn man fährt, ja, wo ist der schauen, ne? Boah, Elektromotor, Mensch, die sind ja leiser als gedacht. Euro 3 ist das Ganze hier, deswegen, na klar ist das, das ist Hybrid, weißt du? Hört man doch, klar, also wir geben hier gleich mal Kickdown und da hörst du richtig den Hybrid raus. Elektrischen Antrieb, ne? Zumindest beim Anfahren. Hallo. Hallo. Guten Hallo. Tag. Ja, an sich ist das aber trotzdem eine tolle Kiste, deswegen ich bin ganz froh, dass das an sich alles wieder läuft, dass ich mir keine Sorgen mehr drum machen muss, dass der Sound weg ist. Genau, den hört man ja jetzt. Ja, ein wunderschöner Sound eines Stadtbusses, so wie es gehört. Ich habe ja öfter mal das Glück noch, auch wenn die in Berlin schon ausgemustert sind, zumindest seitens der BVG, fahren die ja oftmals noch auf Klosterhof. Sind die oftmals noch eingesetzt im Schienenersatzverkehr? Zwar nicht, das sind dann keine ehemaligen Busse der BVG, sondern das sind tatsächlich Busse, die wurden aus Kiel beschafft. Genau, die gehörten, also das sind, die sind rot gestrichen, KVG stand oder steht teilweise sogar noch dran. Ja, das wird für Kiel stehen. Ja, tatsächlich. Die haben natürlich trotzdem den gleichen Motor und das ist trotzdem ein schönes Fahrgefühl. Echt, ich fahre mit den Dingern sau gerne. Ach Mann, ey, ich nehme die Kurve immer viel zu blöd, echt. U405G oder GN2 fahre ich immer noch lieber. Die haben meistens auch ein ZF-Getriebe. Das ist einfach dieser Sound, der ist wirklich legendär. Da kommt der Bus hier zwar nicht dran. Trotzdem, das ist immer noch, das sind die letzten MRNs wirklich, mit denen man noch fahren kann. Ich finde diese Line Cities, die neueren, da werden mich jetzt wahrscheinlich Tausende für hassen, wenn ich das sage. Trotzdem, ich kann die einfach nicht leiden, weder vom Sound noch vom Design. Wobei ich sagen muss, dass die Euro 6er und diese ganz, ganz neuen nochmal da richtig den
Scheiße, jetzt sind mir die Worte entfallen. Sagen wir es einfach so, die gefallen mir überhaupt nicht. Die sind wirklich der größte Scheißdreck, den ich je gesehen habe. Jetzt schießt der glatt den Vogel ab, wollte ich sagen. Genau, jetzt habe ich es wieder. Deswegen, also mit denen hier fahre ich noch gern, mit allen danach nicht mehr echt. Also danach kannst du ja meinen vergessen, zumindest in meinen Augen. Es geht sogar einigen anderen noch so, also ich bin ja nicht der Einzige tatsächlich. Ich finde, also ja, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, vor allem wenn ich das in meinem Alter sage. Ja, früher war alles besser. Ja, das klingt, das ist so ein alter Leutespruch, echt, aber ich kann da echt mitgehen. Die Wagen, die jetzt ausgemustert werden, da traue ich hinterher, weil die sind natürlich vor meiner Zeit gefahren und die kann ich jetzt nicht mehr wirklich erleben. Die fahren nur noch auf wenigen Strecken, sind wirklich nur noch selten im Einsatz. Ich kann froh sein, wenn ich die wirklich noch erwische. Deswegen wollte ich eigentlich auch längst schon mal den Urlaub nach Stuttgart gebucht haben, um dort einfach nochmal die N-Wagen zu erleben. Und witzigerweise fahren da jetzt auch Theatos los. Schon seit, ich glaube, letztem Jahr oder vorletztem. Ich glaube, die fahren seit 2016. Ich glaube, seit 2016 fahren die schon unten. Das ist auch ganz witzig. Im tiefsten Baden-Württemberg fahren noch die Adustus, ja, also die gehören da ja natürlich absolut hin, ja. Deswegen, also ich gebe mein Bestes, um die Wagen nochmal zu erleben. Auch die BR-143 ist ja jetzt schon vor dem Aus. Waren ja auch nur noch ziemlich wenige, wenn man sich beispielsweise Leipzig anguckt. Vor 2-3 Jahren war das noch die Metropole, was 143 und die Adustus anging. Heute fährt er nur noch Tallinn 2, ja. So, das ist so, da traue ich hinterher, dass diese ganzen blöden Triebwagen kommen und die ganzen schönen Wagen ablösen. Beziehungsweise die alten Lokomotiven, die alten Wagen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich beispielsweise nicht in den Nahverkehr gehe, weil ich einfach keine Lust habe, erstens den Schaffner zu machen, weil da müsste ich mich ja mit den ganzen Assis, um es mal so zu sagen. Ich weiß, es gibt auch lauter nette Menschen, die mit Zug fahren, aber wenn man beispielsweise mal Nachtdienst hat oder so und da fahren die ganzen Betrunkenen oder die ganzen, ja wirklich, da fahren manche Arschlöcher mit, das willst du einfach nicht. Deswegen, ich habe mich da einfach entgegen entschieden und ich habe einfach bei DB Cargo, da gehe ich hin, ja, und da mache ich meine Ausbildung. Da habe ich einfach noch das gute, in Anführungszeichen, gute Rollmaterial, weil das sind noch die alten Lokomotiven, da hast du noch richtig was mit Eisenbahn, muss ich einfach nur wie beim Triebwagen Hebel vor, bin zu fertig. Ja, ich weiß, das war die falsche Reihenfolge, aber jeder Eisenbahner weiß sicherlich, was gemeint ist. Genauso ist es natürlich auch bei den Bussen, ne? Also die Busse hier, die mit denen wir jetzt fahren, die hast du vor 2 Jahren auch noch relativ häufig gesehen. Heute sind die ganzen immer in Line City Euro 6 da, ja? Und ich weiß, ich denke, da sieht es mir auch jeder nach, wenn ich sage, dass man die Busse einfach vermisst, weil der Sound noch ein ganz anderer war, dieses Fahrgefühl war noch ein anderes. Das ist einem auch als Fahrgast einfach lieber. Da sagen dann viele Busfans, ja, das kannst du gar nicht einschätzen, du bist ja gar kein Fahrer. Und da sag ich, ja, mir geht's ja auch nicht drum, wie sich die Busse fahren lassen, sondern ich bin ja Fahrgast. Mir geht's darum, wie hört sich der Bus an, wie sitze ich bequem, wie sind die Busse aufgebaut. Klar ist das für einen Busfahrer was anderes, da geht's natürlich darum, dass man da seinen Dienst gut verbringen kann und dass man so wenig Störungen wie möglich hat. Aber wenn man mal rumfragt, also zumindest geht das mir oft, ich habe ja ein paar Kollegen bzw. Freunde, die bei der BVG oder in anderen Betrieben arbeiten und die sagen auch, die neuesten Busse, die kannst du wegschmeißen. Wobei, das ist mit von Bus zu Bus eigentlich nochmal unterschiedlich. Beispielsweise Scania hat seinen Ruf in Berlin weg. Da sagt wirklich jeder, die Busse kannst du vergessen. Stattdessen wird dort ziemlich gern C2 gefahren. Wobei ich sagen muss, Berlin hat sich beispielsweise, ich glaube, 5 C2s? Ich glaube, es waren 5 C2G haben die sich geleast. Ich bin letztens mal mit einem mitgefahren. Die waren also lange Zeit eigentlich immer auf Betriebshof Cicero-Straße. Der ist in Wilmersdorf bzw. Charlottenburg. Also die Gegend war das, da sind die Busse meistens gefahren und die waren wirklich immer sauber. Ich kenne die nur im sauberen Zustand. Ich bin heute mit, letztes Wochenende, glaube ich, war das mitgefahren. Die sind sowas von verdreckt von innen, das glaubst du echt nicht.
Und da tut mir das irgendwie auch als Fahrer leid, wobei das als Fahrer auch nochmal was anderes ist. Der Fahrerarbeitsplatz ist ja meistens noch so ziemlich der sauberste Platz im ganzen Bus. Aber als Fahrgast, da musst du dich echt ekeln. Wirklich, das geht gar nicht. Das siehst du ja auch bei den neuesten Bussen, die sind nach einem Monat, sind die so runtergeranzt schon, also vom Innenraum. Das Plastik bricht fast ab, also da, das fliegt alles im Bus umher. Die Sitze sind von hinten bekratzt oder bekritzelt mit irgendwelchen Addings. Ja, typisch Berlin, ne? Also, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Auf jeden Fall, alte Busse sind doll. Deswegen fahre ich gerne Schienenersatzverkehr. Vorbei, naja. Wäre natürlich schöner im Linieneinsatz, weil da ist es meistens nicht ganz so voll. Schienenersatzverkehr ist ja meistens wirklich kompletter Bus. Bis hinten hin, bis an die Tür ran. Knüppelvoll, echt. Da kannst du froh sein, wenn du einen Stehplatz kriegst. Naja, im schlimmsten Fall Ralf aufs Dach. Der darfst du nicht, aber wäre echt noch die beste Entscheidung, ne? Machen wir hier einen Bus- und Zugverkehr wie in Indien oder so. Naja, wenn du da mal bedenkst, wie die da reisen. Das ist echt. Also, was man in Filmen sieht, ist das faszinierend. Aber da kannst du fragen, wen du willst. Ja, mal mitfahren. Nee, niemals. Echt, das würde ich auch nicht mitmachen wollen. So, er reinspaziert. Hier und da. Guten Abend. Ach, stimmt, wir haben es ja schon. Ich guck mal kurz aufs Handy. Ah, ich vergesse das mit guten Tag. 7:30 schon wieder. Super. Okay, wir kommen aber noch super lang. Sehr schön. Ich hatte auch zwischendurch mal wieder überlegt, ob ich mich mal wieder Transport Fever let's playen soll. Da ist mir aber aufgefallen, dass das im Singleplayer. Beziehungsweise, wenn ich ohne Aufnahme spiele, da leckt das so schon ohne Grund so doll rum. Das Spiel ist wirklich so aufgebaut, dass du eine Menge Arbeitsspeicher brauchst. Und ich dachte eigentlich, dass ich mit meinen 8 GB eigentlich schon ganz gut dran bin. Es gibt ja wirklich Laptops, da hast du 2, 4 GB, 8. Na gut, inzwischen hat sich das auch schon gebessert. Aber du brauchst echt Minimum 16 GB, um dieses Spiel ordentlich. Ja, toller Name da unten rechts in Steam. Freue ich mich auf jeden Fall gerade. Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, Transport Fever. Das Spiel ist so aufgebaut, dass du eine Menge Arbeitsspeicher brauchst und das fuckt mich ab, echt. Wenn ich da wirklich. Ich habe ja eine gute Grafikkarte, mein Prozessor ist auch eigentlich nicht der schlechteste. Aber trotzdem sitze ich da und das läuft nicht richtig, ne? Das ist genau das gleiche wie in Omsi. Also, da gibt es Leute, die haben deutlich schlechtere PC-Komponenten. Das hatten wir beim letzten Mal in der Folge. Ja, jetzt kann ich es schön anschneiden. Gibt ja wirklich eine Menge, oder es, ich habe ja Kommentare gekriegt, was andere Leute so für Komponenten haben. Da sind einige schlechter dran, bei denen läuft es besser, ja. Ich denke wirklich, das hängt mit meiner. Nee, mit den Einstellungen kann es auch nicht richtig zusammenhängen, weil so schlecht sind die nicht. Und ehrlich gesagt, ich habe auch keine Lust hier mit den schlechtesten Einstellungen zu spielen, da macht das Spiel dann auch keinen Spaß mehr. So, einmal mal gucken. Mal gucken. Und da liegt's rum. So, das dürfte passen. Ja, sieht gut aus. Apropos, ich bin ja jetzt 18. Ich darf ja jetzt auch alleine Auto fahren. Genau, als nächstes kommt der Busführerschein. Sowas von 100 Pro. Oh, stimmt, ich muss. Okay, wir machen das da vorne irgendwo an der Kreuzung oder so. Gucken wir mal, kriegen wir auf jeden Fall gleich hin. Stimmt, das hier ist ja sowieso die Hardcore-Kreuzung überhaupt hier auf der ganzen Map. Machen wir hier. So. Da ist frei. So, dann machen wir mal kurz Pause. So, Fotorunde, genau, Photoshop, Stopp. Ich wollte jetzt echt Photoshop sagen, das ist ja peinlich, peinlich. So, das dürfte passen. Noch den Hilfspfeil weg. Ey, das ist perfekt. Guck mal, ich habe sogar den Blinker erwischt, ne? So. Einmal. Ach, ist egal jetzt. So, einfach weiter. Ne, es gibt ja echt bei so Sonderfahrten, das hatten wir ja auch bei unserer Straßenbahn-Sonderfahrt damals und wie ich jetzt gehört habe, ist das auch bei manchen Bus-Sonderfahrten. Meine Aussprache ist perfekt. Da ist es wirklich so, dass teilweise echt Photoshops, Stops, ich bin am Arsch, ey, echt.
Photoshops eingelegt werden, einfach nur damit man nochmal ein schönes Bild hat. Zum Beispiel, das habe ich jetzt erst erfahren, wird in Bayreuth demnächst, obwohl das erzähle ich jetzt nicht, nee, das ist ein bisschen privat. Muss man ja auch mal ein bisschen, auf jeden Fall, wenn irgendwie mit älteren Bussen mal privat so eine Sonderfahrt gemacht wird, dann kann man sowas ja auch leicht machen, ne? Da hält man einfach mal rechts irgendwo an, zumindest wenn kein großartiger Verkehr jetzt ist, da kann man ja einfach mal kurz anhalten, sagen, so, alle Mann raus, die ein Foto haben wollen, und dann passt das, ne? Finde ich übrigens super sowas, ne? Also mir macht sowas auch echt immer Spaß. Was sage ich hier? Okay, typischer Sprachfehler. Was? Quatsch. Das ist ja echt das erste Mal, dass ich bei dem Bus das Fenster, die Fenster öffnen kann, ja? Geil. Das funktioniert. Ja, ich freue mich. Nein, ich habe es ja sonst immer versucht. Und es ging nie, ja? Es hat nie funktioniert. Habe ich auch immer gedacht, die Fenster hassen mich abgrundtief. Nein, nein, es ist einfach nur, es ist eine Frage der Einstellung. Und zwar nicht eine Frage der Einstellung meinerseits, sondern die Einstellung des Paints. Mhm. Ja, oder es liegt tatsächlich daran, dass ich keine Klimaanlage auf dem Bus habe. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ein Ding der Unmöglichkeit. Aber, ja, ich könnte es mal ausprobieren, ne? Warte mal, war hier Geschwindigkeitsbegrenzung? Naja, wir hatten ja eigentlich, wir sind aus dem Ort raus und da war eigentlich keine, ne? Egal, wir gehen jetzt runter auf 50. Ah, und da vorne ist sowieso aufgehoben, also. Gleich können wir wieder Feuer hier. So, wundervoll. Hallo. Ja, genau, erstmal Geistsafari, ne? Mensch aus dem Wind da! Die Straße ist frei. Hust! Schlecht, ich weiß. So, wie sieht es denn hier drin aus? Ja gut, wir haben eigentlich welche, die stehen. Das heißt, eigentlich dürfen wir hier gar keine 80 durchbrettern. Aber ne, die könnten ja auch sich hinsetzen. So ist es nun mal, ne? Ich meine, es sind genug Sitzplätze vorhanden, also... Warte mal, wo haben wir hier unser Mikro? Wir bitten einmal die noch stehenden Fahrgäste, sich einen Sitzplatz zu suchen, damit wir hier Vollgas geben können, Mensch! So ungefähr könnte man das als Busfahrer regeln. Ist natürlich die netteste Art und Weise, die ich hier an den Tag legen kann. Also, ja, nochmal, man könnte sich jetzt so ein episches Haare zurückwerfen vorstellen. Ich habe hier sowieso die netteste Art im Betrieb. Und ich kann sehr gut die Spur halten, hat man gerade gesehen. Upsa. Scheiße. Lenkrad verzogen, nein! Der bremst schon allein aus Vorsicht ab. So, nein, fokussieren. Konzentration. Jetzt wird ernst. Der Ernst. Ja, genau. Der Ernst. Das heißt, eine Person ist gemeint. Nein. Jetzt werden wir Ernstigkeit an den Tag legen. Ist das ein Wort? Ernstigkeit? Nein. Glaube nicht. Glaube ich nicht. Auf jeden Fall, wir werden jetzt hier unser Können als Busfahrer weiterhin beweisen. Ich meine, jeder weiß, ich kann gut fahren, ne? Aber dieser kleine Ausreißer, den muss ich jetzt einfach wieder gut machen. So. Sogar einarmig, ja? Mit einem Finger. Das ist natürlich klasse, dass mir direkt in dem Moment, wo ich sage, ich kann mit einem Finger fahren, mir so ein Riesendeck in den Weg gelegt wird. Oh, 30. Das ist wunderbar. Warum blinkst du rechts, mein Freund? Das ist... Ach so, okay, verstehe. Da vorne ist eine Kreuzung. Ja, ich werde hier trotzdem ein bisschen weiter... ein bisschen größeren Platz zum Ausschwenken brauchen, wollte ich sagen, ne? So, du fährst weg. Sehr schön. So, jetzt können wir auch schon mal rechts blinken. Dann weiß jeder, wir wollen da vorne rechts abbiegen. Und jetzt geht mal... Ach, Mann! Ich wollte da noch rüber. Ja, großartig. Na gut, dann können wir jetzt mal ein paar Einstellungen noch vornehmen, weil dieser Spiegel da an der rechten Seite, der regt mich irgendwie schon die ganze Zeit auf. Genau, der ist mir deutlich lieber.
Was kann man noch? Ach, eigentlich passt der Bus soweit. Ja, ein wunderschönes Gefährt. Der Gerät ist total hübsch. Echt. Oi, die Innenanzeige. Oi, geil. Ich finde es irgendwie cool gemacht, aber ich fände es noch besser, wenn es sich praktisch mittendrin updaten würde. Also, guckt mal, wir sind, glaube ich, schon darüber. Also, über Brahlheim-Kirche. Ist das die nächste? Pestdorf. Ist das hier irgendwo? Auf jeden Fall könnte es ja irgendwie, nachdem man diese Station beispielsweise überfahren hat, könnte ja, dass er sich aktualisieren und sagen, ja, ne, jetzt sind es neue drei Stationen praktisch, über die wir noch fahren müssen. Also das fände ich irgendwie schöner, toller, was weiß ich. Das Problem habe ich auch, aber auch bei meiner Innenanzeige in dem Potsdam-Mod, weil eigentlich, also man kann es nie jedem recht machen, ne. In echt beispielsweise läuft da, also da läuft die Schrift tatsächlich durch. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand von euch in der Berliner S-Bahn gefahren ist. Da läuft ja auch von links nach rechts die Schrift so durch. So kann man sich das auch in der Straßenbahn in Potsdam vorstellen. Da läuft auch die Schrift von links nach rechts durch. Linie sowieso nach. Mhm. Nächste Station. Oder ist das überhaupt so? Nee. Das wird dann anders angezeigt. Auf jeden Fall, allein dieses Durchlaufen der Schrift, das ist. Ich habe keine Ahnung, wie man überhaupt irgendwas skripttechnisch löst. Trotzdem, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, das so zu setzen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier rechts rum müssen. Und ich weiß auch, dass wir auf jeden Fall schon über Brahlheim-Kirche hinausgefahren sind. Fachmannplatz kommt jetzt nämlich schon. Fachmannplatz. Ja, Fachmannplatz. So, dann können wir gleich mal auschecken, wer hier so rumläuft und wer hier aussteigen möchte, ne? Mal gucken, alle mit einem dunklen Tarn werden jetzt... Ah, nein, das ist rassistisch, das kann ich nicht machen. Wobei, ist eigentlich auch nur rassistisch, wenn man drüber nachdenkt und, wenn man das auch ankündigt, ne? Ansonsten... ja, nein, lassen wir diese Diskussion lassen wir lieber, ja. Ja, wer von euch sieht jetzt aus wie ein Türke, hä? Einsteigen? Ja, nein. Hallo. Nein. Nein. Okay, das ist auch fies, ey. Ich lasse das. Das ist gemein, sowas macht man nicht. Ich bin gut erzogen. So. Ja, der Bus sah auf jeden Fall gerade super hübsch aus. Achso, ja, und ich muss natürlich drauf achten. Sehe ich das überhaupt noch von hier vor? Ja, natürlich sehe ich das noch. Wir können fahren, Feuer hier. Boah, schnellste Beschleunigung, die ich je gesehen habe. Und das nennt sich Kickdown, ja? Wow. Ich bin überrascht. Also ich hoffe, es fühlt sich da jetzt auch keiner angegriffen, ne, über das, was ich gerade gesagt habe. Wenn ja, möchte ich es zutiefst entschuldigen. Aber ich meine, ich habe in letzter Zeit hier des Öfteren, ich fahr zu schnell, mir des Öfteren irgendwelche Comedians angesehen, ne, und das hat abgefärbt. Ich weiß ja nicht, ob, also wem es was sagt, aber sowas wie Kristall, wie Faisal Kavusi oder so, ich finde das ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Nee, echt, das kann man sich echt mal, wenn man irgendwie gerade Langeweile hat oder so, oder man stöbert so ein bisschen auf YouTube rum, da kann man sich das echt mal angucken. Das ist. Oh, ich war falsch, oder? Alle Linien rechts, okay, gut. Ja. Schön, dass wir das geklärt haben. Ich dachte, ich komme echt ohne Hilfspfeile aus, ja? Nichts da, nichts. Oh, guck mal, wir fahren den neueren Typ. Oh, Kollege, selbe Linie. Müssen wir gleich mal einen Gruß geben, ne? Hey! Oh, der fährt mit einem Solo. Okay, ich gebe zu, es ist jetzt nicht so voll, wie ich erwartet hatte. Möglicherweise hätten wir uns den Gelenkbus auch sparen können, ja? Hi, Lichthupe zurück, Mensch. Ey, du gibst gar keinen Gruß. Warum nicht? Naja, ich ziehe erstmal rum. Tschüss.
ziehst mal hier nicht so schnell rum. Das war echt asozial, ne? Hast du es gesehen? Ich dachte echt, der fährt mir vollkommen in die Seite. Voll so von der Seite rein, ja? Aber nein, zum Glück nicht. So, rechts ein. Und jetzt weiß ich den Weg wieder. Ne, jetzt. Jetzt reicht's. Jetzt muss ich nicht mehr. Weil von jetzt an nur noch geradeaus. So, können wir nochmal gucken. Stehst du im Weg, mein Freund? Ja, genau deswegen nämlich. Boah, nee, ich finde es cool, wenn man, also, vor allem im Gelenkbus, wenn man, ach, das habe ich schon mal erzählt, ne? Wenn man ganz hinten links sitzt und du kannst echt so, nachverfolgen, wie sich der Bus so in die Kurven legt. Also, wie sie, ich finde das geil bei Gelenkbus, wie sich das Gelenk so biegt. Wenn du von ganz vorne, Halterwutsch? Wenn du von ganz hinten links praktisch dem Fahrer zugucken kannst, wie er da vorne kurbeln muss und sich einen abschwitzt, weil der Verkehr gerade so stressig ist. Nein, ich finde das echt, das ist ein mega geiles Gefühl, ja. Doch, doch, das ist schon, Andere, das habe ich aber auch schon mal erzählt, ne? Anderen wird dabei schlecht, ja, das verstehe ich auch nicht. Mein Fahrzeug, das biegt sich. Oder zum Beispiel in Berlin, wenn du U-Bahn fährst, im Harzug, ja, während der sich durch die Kurve schlängelt, das ist ja auch. Ich finde das immer wieder cool, einfach bloß zu sehen, wie sich der Zug so um die Kurve bewegt. Ja, wie gesagt, ich kann gar nicht sprechen. Sprachfehler am Start. Mhm. Andere können das nicht sehen, denen wird echt schlecht dabei. Ich glaube, mein Onkel hatte mir das mal erzählt, dass dem schlecht dabei wird, wenn er bei den Gelenkzügen zugucken muss, wenn sie sich durch die Kurven legen. Also ich verstehe sowas immer nicht. 60, 60. Ja, ich bremse runter. 60, ja. Wo fährst du hin? Hallo? Ah, da ist er. Ja, und jetzt kommt er rechts rüber wieder. Was ist denn das? Warum zieht er echt nach links und dann wieder? KI in der Omsi ist mir immer noch ein Rätsel. Stimmt, wir könnten hier mal nach ganz rechts rüber. Da ist eine Busspur. Ja, das könnten wir mal tun. Ich sehe es irgendwie kommen. Wir werden uns hier noch mega verfahren. Uns schon verfahren. Ja. Verdammt! Ich hab's gewusst. Ja, gut. Das war's dann mit den 2 Minuten Verfrühung, so ein Kacktrick. Aber ich sehe die Möglichkeit zum Wenden, die ist jetzt nicht die beste, aber sie ist dran. Also, ich gewöhne mir jetzt doch lieber wieder die Hilfspfeile an. So, einmal links rum, genau. So, wir gehen am besten gleich nach ganz links rüber. Ja, Rechtsfahrgebot und so. Nein, aber wir müssen ja eh jetzt links abbiegen. Deswegen ist das ganz in Ordnung. Also das kann man schon mal machen. Oh, und wir haben grün. Ich glaub's nicht. So, und da kommen wir auch noch rüber. Da kommen wir rüber. Das sage ich. Wenn ich das sage, dann passt das so. Ja, sehr schön. Hallo? Ja, danke. Ey! Das habe ich ja wohl gesehen, ne? So. Jetzt sind wir wieder auf dem rechten Wege. Bei der 66 oder so war das, ne? Da aber ganz kurz, ne? Ganz kurz vorm Crash. Muss aber auch immer so ausgehen, echt. Diese Raudis hier. Also Städtedreieck, schlimmster Verkehr überhaupt, ne? ne, da habt ihr Berlin noch nicht gesehen. Ach, stimmt, deswegen ist Omsi ja auch so schrecklich von der KI her, weil, jeder weiß ja, halt, ich sag hier sowieso die ganze Zeit M, ne? Jeder weiß M. Die Entwickler wollten ja, ganz zu Anfang, Berlin nachbilden, deswegen, ja, das sollte eigentlich ein Witz werden, aber ich hab's sowieso schon komplett versaut.
Nee, aber das kann man sich echt so herleiten, denke ich. Also da wird bestimmt irgendwo was dran sein, deswegen hat man bestimmt auch irgendwann gesagt, ach, scheiß drauf, die Autos in Berlin, die fahren genauso schlecht, also da kann man sich irgendwo auch mit der KI hier so abfinden, so, genau, so. So wird es, denke ich, mal gewesen sein, ne? So 1:1, so das Gespräch zwischen Marcel und Rüdiger. Ja, KI ist scheiße, ne? Ja, weiß ich. Ja, aber hast du mal Berliner Verkehr gesehen? Ja, hab ich. Und was sagst du? Ja, sieht genauso aus. Oh, 1:1 Realität nachgebildet. Check up, mein High Five oder so. Obwohl, Entwicklung war ja schon 2012. Ja gut, doch, da ging High Five noch. Oder Ghetto Faust, ne? Irgendwie so muss es gewesen sein. Nein! Warum wirst du jetzt rot? Ich verstehe das nicht. Du könntest auch bleiben grün, ne? Grün gefallen mir sowieso von die Farbe her. Guck mal, Stange ist auch grün. Warum kannst du nicht sein grün, hä? Warum du nicht? Ich bin rot, mir gefallen rot, deswegen rot. Schild über mir auch sein rot. Wo war ich stehen geblieben? Ja. Ich mach mich jetzt zum Affen. Immer gut, immer gut. So, nein, scheiße, der zieht mich ab, der zieht mich ab. Ja, bis zur Ampel vorne habe ich ihn da eingeholt. Komm, einmal fett aufs Gas drücken und vielleicht kommt mal einer hinter mir. Ah, shit, der zieht nicht links rüber. Komm, den hole ich mir noch, den kralle ich mir. Die letzten, ach, okay, den kriege ich nicht mehr. So, und ich bremse auch lieber mal ab. Ja, ich hab's gewusst. Schon wieder ist die Ampel rot. Ja, und man merkt, also schlagartig geht die Performance auch sofort in den Keller. Das heißt, jeder, der einfach, als ich am Anfang das mit der Performance erwähnt habe, und also jeder, der jetzt bis hierhin irgendwie vorgeschaltet hat, kann ja sein, dass jemand vorspult, um sich das extra anzugucken, der kann sagen, oh, er hatte recht. Oh, sein Omsi läuft immer noch scheiße. Geil. Und nein, das ist eigentlich kein Grund zur Freude. Das gibt einem immer wieder das Gefühl, Mensch, du hast dein Geld komplett umsonst ausgegeben. Den PC ist ein Scheißdreck wert. Kauf dir einen neuen. Und dann sagst du dir immer wieder, ja, für dich, aber ich habe kein Geld. Oder, ja, aber so alt ist er auch noch nicht und ich sag mir, es lohnt sich nicht. Irgendwie so und dann kriegt man auch seine Gedanken auf keinen Nenner, man kann sich selber nicht mal einigen und dann ist man auch so. Außerdem, warum soll ich mir für euch einen neuen PC? Okay, das geht jetzt in die vollkommen falsche Richtung. Nee, aber so viel ist mir dann ganz ehrlich auch nicht wert. YouTube ist ein Hobby und ich meine, ich kann ja so auch spielen. Mir geht das ja mit den FPS größtenteils am Arsch vorbei, zumindest wenn bis hier lief es ja eigentlich. Also warum soll ich mir wegen so ein paar kleinen Stellen so eine riesen Sorgen machen, ja? Wäre zwar schön, wenn es laufen würde, ja? Also meine, würde mich auch glücklicher machen. Aber es reicht. Es reicht mir echt. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Dann einmal links reingefahren. Ich meine, von rechts kommt nichts. Nö, ich meine, blind bin ich auch nicht. Denn mein Fahrlehrer hat zum Beispiel komplett auf die Bremse gedrückt. Nee, Vollbremsung, stopp, das geht nicht. Haben Sie nach rechts geguckt? Haben Sie in beide Spiegel geguckt? Rechts, links, Rückspiegel, da sehe ich natürlich ganz, ganz viel. So, jetzt können wir weiter. Ach doch, weil ich muss meinem Fahrlehrer echt dafür danken, wie er das gelöst hat, ne? Weil das merkt man sich halt echt, ne? So ganz gut, ne? Halt, stopp, nein, das geht hier nicht, das geht nicht weiter. So, wisst ihr, er war nicht Andreas, aber es kam dem irgendwie von der Art und Weise her dann doch irgendwie ähnlich. Halt, stopp, nein, nein, das Auto bleibt so, wie es ist. Die Verkehrsregeln sind sauber. Ja, absolut schlechter Witz. Ich meine, war ja auch sowas von 2010 oder so. Von wann ist Andreas eigentlich? Egal, YouTube-Kacke basiert auch immer wieder auf den gleichen Witzen. Also, da kann ich ja auch mal so flach ankommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wir werden am Ende dieser Fahrt nach höchstwahrscheinlich 40 Minuten
Nach 40 Minuten bin ich gut oder was? Ich werde das Video vielleicht teilen, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und noch meinen Außenblick riskieren. Und ciao, ciao.